Als letzte Rednerin in dieser Debatte hat Katrin Alpsteiger das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es hat wirklich nichts mit Schlechtreden zu tun, wenn wir sagen, um unsere berufliche Bildung, wie wir sie in Deutschland haben, beneiden uns andere Länder. Es ist ein Exportschlager. Genauso wenig hat es was mit Schlechtreden zu tun, wenn wir sagen, die berufliche Bildung hat einen besonderen Mix. Auf der einen Seite der an der Berufsschule stattfindende Teil und auf der anderen Seite der Teil, der in den Betrieben praktisch vor Ort stattfindet. Und dass das auch der Grund dafür ist, warum wir gerade hier in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern so eine geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Leider ist das noch nicht überall angekommen, und genau deswegen sprechen wir hier auch darüber. Und es ist genau falsch, wenn Sie sagen, wir tun gerade so, wenn wir den Berufsbildungsbericht bewerten, wir würden alles nur in den Himmel loben und die Probleme nicht sehen. Das haben wir im Übrigen auch in den letzten Jahren nicht getan. Der Berufsbildungsbericht ist ein wesentliches Instrument dafür, dass wir uns selber fragen, was müssen wir denn noch alles tun? Und es ist so viel getan worden. Und wenn es nicht so wäre, dass wir den beruflichen Bildungsbericht so ernst nehmen würden, wie er in seiner Gänze da liegt, dann glaube ich, hätten wir nicht so viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie es tatsächlich geschehen ist. Einiges davon hat der Kollege Martin Rabanus ja auch schon erwähnt. Ich möchte einfach nur mal beispielgebend auch noch ein paar andere Punkte ansprechen. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung, die wir auf den Weg gebracht haben. Das ist zwar eine Sache, wo sicherlich noch viel Arbeit drinsteckt, was ja auch extrem wichtig ist, dass an der Stelle noch miteinander gesprochen wird. Wo, an welcher anderen Stelle kommen denn alle Akteure zusammen? Wenn wir da jetzt sagen, das ist alles schlecht und hier wurde noch nicht das erreicht, was wir erreichen wollten, ja, dann liegt es vielleicht auch daran, dass es ein neues Instrument ist in der Art und Weise. Zweiter Punkt, Anerkennungsgesetz. Auch das ist noch nicht gefallen in der ganzen Diskussion. Es ist extrem erfolgreich. Es ist auch mitunter einzigartig hier bei uns in Deutschland. Wir haben es weiterentwickelt. Dritter Punkt, internationale Bildungskooperationen. Auch für den beruflichen Bereich ist das extrem wichtig. Stichwort BAföG-Reform, da haben wir was getan. Stichwort Erasmus Plus, und da wird auch noch einiges geschehen in dieser Legislaturperiode. Und es ist wichtig, deshalb darauf hinzuweisen, weil das auch ein Teil ist, der auch zur Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Bildung beiträgt. Viertens, eine Maßnahme, die mir auch ganz besonders wichtig ist, Meister-BAföG. Was wir da alles an Geld reinstecken, zum 01.08.2016 werden die Förderleistungen deutlich erhöht und verbessert. Wir stecken in diesen Bereich in den nächsten 4 Jahren 245 Millionen Euro rein. Wenn das nichts ist, na, dann weiß ich wirklich auch nicht. Im Übrigen, Taktgeber für diese historische Verbesserung der beruflichen Weiterbildung war die CSU-Landesgruppe. Schon mit den Kräuter-Beschlüssen aus dem Januar 2015 haben wir hier einige Forderungen aufgestellt, die sich jetzt auch in den vergangenen Monaten in die Tat umgesetzt haben. Und das freut mich als CSUlerin ganz besonders. Vielen herzlichen Dank an meine Kollegen. Aber all diese Maßnahmen, die ich erwähnt habe, und ich könnte da jetzt noch ganz schön lange weitermachen, die müssen natürlich auch erstmal noch wirken. Geben wir Ihnen den neuen Punkten, die wir auf den Weg gebracht haben, doch ein bisschen Zeit. Auch das ist ganz wesentlich, und ich glaube, da tut sich auch schon einiges. Der Berufsbildungsbericht hat aber natürlich auch dieses Jahr wieder gezeigt, das haben auch die Fachkräfteberichte schon aus den vergangenen Jahren, dass es in einigen Branchen und in einigen Regionen besondere Herausforderungen gibt. Deswegen ist das Stichwort Matching hier noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Wir haben tatsächlich ein nicht ganz unerhebliches Problem, wenn es darum geht, auf der einen Seite den Schulmarkt, alle Absolventen, die davon kommen, tatsächlich in den Ausbildungsmarkt zu integrieren. Da gibt es, wie wir alle wissen, Stichwort 20.000 versus 40.000, ein kleines Problemchen oder größeres Problemchen. Aber ganz besonders stark ist die berufliche Bildung auch beim Matching zwischen Ausbildungsmarkt und Arbeitsmarkt. Das wird hier an der Stelle immer schön unterschlagen. Dabei ist es im Vergleich zu der akademischen Bildung und die Absolventen, die daher kommen, viel besser, weil der besondere Link zwischen der beruflichen Ausbildung und dem Arbeitsmarkt viel besser ist. Deswegen sage ich hier auch an der Stelle, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht überspezialisieren, auch in der beruflichen Ausbildung, wenngleich ich auch sagen muss, auch im studentischen Bereich ist das ein wesentlicher Punkt. Was wir wollen,
die besten Köpfe in die Ausbildung zu kriegen. Da ist das Gymnasium ein wichtiger Ansprechpartner und all diejenigen, die darin sind. Die Studienberatung muss auch hier funktionieren für alle diejenigen, die aus dem Studium kommen, das aus welchen Gründen auch immer nicht weitermachen wollen. Die dürfen wir nicht verlieren, die brauchen wir, weil wir schließlich auch, gerade wenn es darum geht, spezialisierte Fachkräfte von morgen zu haben auf einem Niveau, das vielleicht nicht von jedem so erfüllt werden kann, gerade die Köpfe, die sind, um die wir uns kümmern müssen. Und da gab es ja auch einige Dinge, die schon angesprochen worden sind, Stichwort Chance, Beruf. Und daneben sind natürlich auch diejenigen zu betrachten, die etwas schwächer sind, über die haben wir heute auch schon gesprochen, die assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen, alles Instrumente, die wir auf den Weg gebracht haben und die ihre Wirkung sicherlich zeigen werden und das auch schon getan haben. Ich komme zum Schluss. Das kann nicht alles gewesen sein. Wir haben viel gemacht, aber es wird sich auch noch einiges bewegen müssen, sei es beispielsweise im Bereich, ich habe es angesprochen, Auslandsmobilität oder sei es auch im wirklich wichtigen Bereich der Digitalisierung der beruflichen Bildung. Also insofern gehen uns die Ideen und die Aufgaben sicherlich nicht aus und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zu den nächsten Wahlen. Vielen Dank. Vielen Dank.